Das Wort Kosak kommt von dem türkischen Wort Kasak. Das heißt übersetzt freier Mann. Die durch die Steppe reitenden Kahlgeschorenen mit dem Zopf spielen für die Identität der Ukrainer eine große Rolle. Man unterscheidet zwischen den weniger bekannten Registerkosaken, einer Grenztruppe im Soll der polnischen Krone, und den Zaporozhia Kosaken, die im 16. Jahrhundert als Söldner Schrittmacher der russischen Expansion bis zum Pazifik wurden. Ihre frei gewählten Anführer gingen in die Geschichte als Hetmane ein. Die Bezeichnung stammt von dem Wort Ataman, das im Ostmitteldeutschen Hauptmann ist. Die Figur des wohl bekanntesten Hetmans Bogdan Khmelnytsky ist heute für viele das Symbol für den Anschluss an Russland geworden. In der UdSSR waren die Kosaken Bestandteil der ukrainischen Folklore. Als Symbol der unpolitischen Freiheitsliebe wurde der fiktive Kosak Mamai sogar von der Sowjetregierung geduldet. Der im Schneidersitz die Bandura spielende junge Mann existiert bis heute als wiederkehrendes Motiv in der ukrainischen Nationalkunst. Mehr Infos finden Sie in dem Reiseführer City Trip Kiew aus dem Reise-Know-how-Verlag.